Als ich diese Frau zum ersten Mal sah, da war ich wie verrückt nach ihr. Ich sagte, Baby, ich will nicht heiraten. Ich will nur dein Mann sein. Und Rose sagte mir... Ich sagte, wenn du nicht der Typ zum Heiraten bist, geh aus dem Weg, damit der Typ zum Heiraten mich finden kann. Das hat sie gesagt. Du bist mir im Weg, du versperrst nur die Sicht. Geh aus dem Weg, damit ich einen Ehemann finden kann. Wo ist Corey? Er soll mir helfen, den Zaun zu bauen. Er wurde für die College-Football-Mannschaft ausgewählt. Das wird den Jungen nicht weiterbringen. Wenn er so eine Sportskanone ist wie du, dann wird er es schon schaffen. Ich kenne nur zwei, die so gut im Baseball waren wie du. Und was hat mir das gebracht? Ich habe weder einen Pott zum Reinpinkeln noch ein Fenster zum Ausschütten. Hey, Pap, kann ich dich was fragen? Wie kommt's, dass du mich nicht magst? In welchem Gesetz steht, dass ich dich mögen muss? Ein Mann ist dazu da, um für seine Familie zu sorgen. Du wohnst in meinem Haus, stopfst dich mit meinem Essen voll, liegst in meinem Bett, weil du mein Sohn bist. Also geh nicht durchs Leben und denk drüber nach, ob dich jemand mag oder nicht. Du versuchst besser dafür zu sorgen, dass man dich anständig behandelt. Corey will nur in deine Fußstapfen treten. Ich will nicht, dass er so wird wie ich. Ich will, dass sein Leben so anders verläuft wie nur möglich. Du bist das einzig Anständige, das mir je passiert ist, Rose. Du kannst niemand anders sein als der du bist, Troy. Das ist alles, was du hast, um dich mit der Welt da draußen zu messen. Rose, ich muss dir was sagen. Ich weiß nur nicht genau wie. Wieso, Troy? Wieso? Du solltest es wissen, es war Zeit. Ich will's aber nicht wissen, verdammt nochmal! Was hast du mir je gegeben? Deine Füße, deine Knochen, dein schlagendes Herz. Du hast mich immer nur zurückgehalten, weil du Angst hattest. Ich werde mal besser als du. Alles, was der Junge tut, tut er für dich. Es ist nicht einfach für mich zuzugeben, dass ich nach 18 Jahren noch immer an derselben Stelle stehe. Und ich stehe auch da, wo du stehst. Ich habe auch ein Leben. Denkst du, ich hatte keine Träume und Hoffnung? Was ist mit meinem Leben? Was ist mit mir? Was willst du machen? Manche bauen Zäune, damit Leute nicht rein können, und andere, damit Leute nicht raus können.